Hey YouTube, willkommen zu einem kurzen neuen Video von mir. Mein Name ist JSOC303 und wir legen doch direkt nach dem Intro los. Also, los geht's! Also, wer erkennt es denn nicht? Ich werde das heute mal ein bisschen erklären. Audio Mutes, Twitch, lizenzfreie Musik. Ich spreche das mal frei raus, kein Skript, gar nichts. Ist ein kurzes Video, weil das liegt mir sehr am Herzen, weil es mich selber betrifft in erster Linie, aber viele Let's Player da draußen, Millionen, wenn nicht sogar. Also, wir haben hier den Screen und ihr könnt sehen, Pretzel Music. Ich habe dort ein Abo für 4,99, also dasselbe in Euro. Und ganz wichtig für mich war das hier. 425k Twitch Save Tracks, right? So. Das hast du überall hier drin, das brauche ich nicht, also for the top YouTubers. Ich habe 16 Abonnenten, also klickt schön den Subscribe-Button, dann geht das auch in Ordnung. Und danke im Übrigen dafür. Und wir reden mal kurz drüber, ob das wirklich so ist, wie das hier propagiert wird. Also, ist kein Bashing für Pretzel oder andere Soundanbieter, ist einfach nur eine nüchterne Feststellung. Gucken wir doch mal rein. Ich rede auch schön langsam, damit ihr alles mitbekommt. Wir werden über YouTube reden, aber zuerst über Twitch. Es gibt auch noch Epidemic Sound und so weiter. Das kann ich selber nicht testen, weil ich das nicht im Abo habe. Das wären 10 Dollar und 10 Euro im Monat. Ist mir doch ein bisschen zu teuer, weil ich auch noch Twitch Turbo Abonnent bin und so weiter. Und irgendwann wird es ein bisschen too much, ne? Selbst für kleine Streamer wie mich. So, gehen wir mal rein. Also ich habe es hier erklärt. Das sind Twitch Safe Tracks. Nun, jetzt gehen wir mal in meinen Twitch-Kanal und in die Video-Producer-Übersicht. Dann seht ihr schon, Ton stumm geschaltet. Das war vorhin. Ich habe fast 6 Stunden gestreamt, weil ich noch ein bisschen Entropy Center gespielt habe. Und dachte mir nichts weiter, weil ich habe die Musik immer laufen. Ja, ihr hört es ja. Mal laut, mal leise. Ist ja völlig Wurst, weil ich habe ja ein Abo dafür. Pretzel Music? Tja, was soll ich dazu sagen? Ich ziehe das mal eben drüber. Mein Account. Pretzel Music läuft hier. Der Sound. Ja, ziemlich angenehm, kannst dir die Stations aussuchen, auf Streamdeck gepackt, spielt keine Rolle. Es wird propagiert, lizenzfrei. So, jetzt scroll ich mal ein bisschen runter, es ist sehr selten. Ja, die meisten laden ja extra recordete Footage auf. Ich mache das im Moment noch nicht, weil ich versuche Livestreaming und dann Let's Play zu kombinieren. Das bietet ja Twitch an. Und dann seht ihr schon hier, stumm geschaltet. Dann könnt ihr reingehen. Und dann wegen stumm geschalteten Audioinhalt Einspruch einlegen. Und dann seht ihr den Song oder die Interpreten, wie auch immer. Das solltet ihr nicht tun, weil einfach aus juristischen Gründen, das erkläre ich gleich noch, weil das macht, wenn der Anbieter, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Hier ist das Problem, das ist kein DMCA-Strike, könnt ihr googeln, was das bedeutet. Also hier wird kein großer Anspruch angenommen, Urheberrechte. Ihr seht es nämlich hier bei mir. Ich habe keine Verwarnung, trotz der Mutes. Gehen wir mal in die neueste rein, das ist nämlich ziemlich haarsträubend von heute. Gut, der Stream war auch ziemlich lang. Und dann sehen wir hier war's. Ja, hier sind die zwei Songs. Und dann sagst du dir, verdammt, was will der JSOC jetzt eigentlich von mir? Es ist doch okay, wenn sie es muten, ich habe es doch live gestreamt. Nein, es ist nicht in Ordnung. Ich sage euch mal, warum. Wenn ich hier das stumm geschaltet habe und ich gehe hier auf Exportieren und werde das zu YouTube exportieren, was ich schon getan habe, zeige ich euch gleich, habe ich das Problem, dass das Muting von Twitch mit übernommen wird. Also, es wird an einer bestimmten Stelle ein Song stumm geschalten, aber nicht nur der Song, also mein komplettes Mic, meine Ambient Sounds, alles. Ob ich hier ein Mischpult habe mit 20 Reglern, die schalten alles stumm, weil der Titel natürlich mit meiner Stimme übertüncht wird und so weiter. Jetzt gehen wir mal zu YouTube rein. YouTube, auch schön. So, dann seht ihr schon, das ist von heute. So, gehen wir ein bisschen runter und jetzt seht ihr hier schon Urheberrechtsbeschwerde. Aber jetzt keine Angst. Was soll's? Ja, weil es passiert nichts. Auf YouTube auf jeden Fall nicht. Also, wir gehen rein, Details. Und dann seht ihr hier, dass YouTube selber durch den Algorithmus mehr rausfindet, was ihr an angeblich nicht lizenzierten Songs habt. Das muss ich mal betonen, weil es gibt zum Beispiel
ein Artist, der vielleicht sagt, oder eine Band, ich bin jetzt bekannt geworden durch Pretzel Music, ich werde das lizenzieren lassen auf einer anderen Ebene, ich gehe zu einem anderen Publisher, etc. pp. Ja, ein Label, etc. So, und dann ist das Problem für den Content Creator, wie mich oder euch da draußen, dass wenn ihr das exportiert von Twitch, dort das gemutet ist, hier aber es nicht eingeschränkt wird. Ihr seht das hier. Ja? Es wird nicht eingeschränkt. Aber es wird gezeigt, wann und wie. Auch keine Auswirkungen hier auf Sichtbarkeit und Kanal. Also alles gut, auch bei Twitch. Nur Twitch, wenn die das stumm schalten, ladet ihr den Stream, das Let's Play, in dem Fall, stumm geschaltet. Zumindest wenn es einen Song oder selbst wenn es 10 Songs hören, hört ihr euch dann selber gar nicht mehr. Also der User, der euch mag oder eure Abonnenten, die können euch gar nicht folgen. Die wissen dann gar nicht, was los ist. Der quatscht auf einmal wie ich jetzt. JSOC spielt Entropy Center. Jemand möchte reinschalten, ich hoffe. Und der sagt dann, hey, was ist denn jetzt los? Jetzt ist der Ton weg oder was? Dann klickt er natürlich weg. Also ich finde das ziemlich peinlich irgendwo, weil es gibt so viele Videos da draußen. Ich möchte niemanden irgendwie verurteilen, der sagt, ich möchte keinen Namen nennen, aber die sagen dann, musste Pretzel oder Epidemic Sound. Da gibt es so viele lizenzfreie Musik, sag mal, Bewerber. Und das ist auch in Ordnung, weil ihr könnt damit streamen ohne Probleme. Ihr könnt eurem Publikum Spaß bereiten, alles. Aber was ihr nicht könnt, wie hier gesehen, und das ist manchmal ziemlich bitter, ja, dass man dann mitten im Stream, den man geuploadet hat oder ins Archiv packt quasi auf YouTube und sagt, ey komm, meine andere Community, die möchte ich dort noch ein bisschen weiter erreichen, dass die Reichweite damit natürlich gestoppt wird, weil das finde ich auch nicht in Ordnung. Und jetzt kommt es ziemlich hart. Ich hatte neulich hier, es war ein Streamer-Kollege, der Andy Edition, Grüße an dieser Stelle nach Österreich, der war so nett mir zu sagen, weil er nutzt zum Beispiel, wie die meisten auch, ist ein bisschen teurer Spotify. Hatte ich auch erst vor, kostet auch $10, 10 Euro im Monat. Kannst du schön Playlist machen mit vielen Top 100 Titeln und so weiter. Und da ist das Problem, wenn du das im Stream hast, unter anderem 10 oder 20 Songs gemutet werden. Von Twitch, nicht von YouTube. Jetzt, was ist die Quintessenz des Ganzen und warum mache ich das Video? Also ist eigentlich nur eine kleine Warnung, dass wenn ihr euch wundert, sagen wir mal, ihr macht so als neuer Streamer oder vielleicht sogar als Profi irgendwie einen Livestream und dann sagt ihr, das sind so 4 Songs gemutet, dann könnt ihr den nicht recorden. Ihr könnt das nur, wenn ihr nebenbei, und das haben die wenigstens, also ich habe so eine 4K 60 Pro, das ist eine Capture Card. Ich könnte gleichzeitig auf einem anderen PC mitschneiden, das wäre alles kein Problem, das mache ich aber nicht. Der Aufwand ist mir viel zu groß, weil dafür bin ich noch nicht bekannt genug. In dem Fall bleibt uns nur das hier übrig. Ja, oder ich schneide das Video, also das Gameplay so und spiele es offline, schneide es mit, also mit Sound und allem, oder ich mache das später dann im Tonstudio, sage ich schon, im Schnittbereich, und dann mache ich wie jetzt das Video fertig. Ja, dann wäre die Option aber von Twitch völlig ad absurdum geführt, weil ich kriege zwar kein Urheberrechtsproblem, egal wo, auch bei YouTube nicht. Seht ihr ja hier, ja, wird sogar alles angezeigt, genau die Zeit, weil der Algorithmus bei YouTube richtig gut ist. Aber was habe ich davon? Und in der Vergangenheit gab es das Problem, dass Twitch halt viele rechtliche Probleme hatte, wie YouTube mit vielen großen Unternehmen, zum Beispiel wie mit der GEMA, also Lizenzvergabe in Deutschland und so weiter. Ihr kennt das alles, ihr könnt das googeln. Ich selber habe das Problem jetzt, dass ich mache einen 5-Stunden-Stream oder 6 oder selbst nur eine Stunde und habe coolen Sound hier drauf. Dafür bezahle ich 5 Euro im Monat. Da kann Pretzel nichts für, weil die reden sich davon frei, sag ich mal wirklich so. Ich habe den Support angeschrieben, die schreiben mir jetzt noch nicht zurück. Die sind sehr freundlich, aber zur Hölle. Was soll's denn? Ja, also ich finde das nicht in Ordnung und ich hoffe, dass dann, wenn das hier jemand auf YouTube sieht oder Twitch, wie auch immer, oder ihr seid dran interessiert, haut einen Kommentar rein. Ihr könnt auch gerne das Abo kurz reinhauen. Ist kostenlos, macht die Glocke an, ihr kennt das System. Aber mich würde mal interessieren, ob das viele überhaupt so sehen. Also ich stelle mir vor, bei Spotify, du kriegst doch dann bestimmt, mein Gott, wenn du von den Backstreet Boys bis zum Top 50 Charts alles hörst, von wann auch immer, dann ist das doch alles irgendwo lizenziert.
Und es ist ja auch dokumentiert von Twitch selber, dass man das eigentlich nicht nutzen soll, aber es nutzen fast alle, also die ich kenne aus der Destiny-Community zum Beispiel, so viele. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Und ich kann es nochmal kurz hier zeigen. Ich nehme mal einen anderen hier von Mein Gehirn hat Urlaub. Hat es jetzt noch. Ich war ein bisschen erkältet, also sorry an dieser Stelle, falls die Stimme ein bisschen rau ist. Hier siehst du es auch. Zeit 6:04. Also hast du hier kompletten Mute für 6 Minuten. Wenn ich in den 6 Minuten mit meinem Chat rede, ist das weg. Ist das Sinn der Sache, dass ich 5 Euro im Monat bezahle? Oder wie hier 10? Oder Spotify 10? Habe ich jetzt hier nicht, aber ne, oder hier 250? Ich glaube nicht, dass das sinnführend ist. In diesem Fall würde ich das Video erstmal beenden, weil es soll ein ziemlich kurzes werden und würde sagen, danke, dass ihr reingeschaut habt und den Rest seht ihr ja im Outro und dann sehen wir uns demnächst beim neuen Video. Mal sehen, um was es dann geht, wenn ich denn das Entropy Center endlich mal geschafft habe. Das ist gar nicht so leicht, Leute, denn die Level sind so schwer. Fuck. Also, in dem Sinn, macht's gut, JSOC ist raus. Bleibt gesund. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Bye bye.